Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass du eingeschaltet hast, denn es wird wieder Zeit für eine neue Portion Mut zur Persönlichkeit. Ich bin Shirin De Bruyne und mein deutsch-niederländisches Herz schlägt gleich doppelt für Kommunikation und Persönlichkeiten. Und auch jetzt befinde ich mich mitten auf meiner Mission Mut zur Persönlichkeit, zu der ich euch jeden Freitag mit einer neuen Folge einladen möchte. Ja, ich suche und spreche in jeder Episode mit mutigen Persönlichkeiten über das, was sie und uns alle bewegt. Über ihre Höhen, aber auch, wie wir im Business mit Tiefen umgehen können. Und ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Talkgast an Bord habe. Und irgendwie erinnert sie mich an diesen Song. Mal gucken, ob ihr ihn kennt. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. So, bevor ich jetzt noch mehr singe, stelle ich es euch endlich mal vor. Ein herzliches Hallo und schön, dass du an Bord gekommen bist, lieber Dr. Carmen Köhler. Hallo, liebe Shirin. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Und du kannst meinetwegen total gerne weiter singen. Also ich höre da sehr gerne zu. Nö. Ich höre dir jetzt viel lieber zu. Und vor allem, ich kann dich brillant hören und sehen. Das freut mich sehr. Liebe Carmen, hör mal. Wir kennen uns jetzt seit, ich würde mal sagen, 15 Jahren. Und du hast das Herz am rechten Fleck. Und vor allem bist du ein wahres Kraft- und Talente-Paket. Und du hast einen Job oder vielmehr, ja, man kann ja eigentlich schon sagen, Berufung, die mich immer wieder vom Hocker haut, was du so alles erzählst, nämlich Analogastronautin. So, wie du dazu gekommen bist und was hinter dem Wort Analogastronautin steckt, dazu kommen wir gleich. Aber zu Beginn, da frage ich immer meine Talkgäste, wie sie sich selbst charakterisieren würden. Und deswegen würde ich dich auch sehr gerne fragen, mit welchen drei Hashtags würdest du dich denn beschreiben? Ich glaube, ich finde es immer sehr schwierig, sich selber zu beschreiben. Ich würde aber mal sagen, Hashtag offen, Hashtag lustig hoffentlich und Hashtag begeisterungsfähig bin ich auch. Also da kann ich mal check, check, check sagen, ja. Ich habe mir nämlich auch überlegt, wie ich dich beschreiben würde und tatsächlich sind wir uns ziemlich einig. Und zwar mein erster Hashtag offen habe ich auch tatsächlich aufgeschrieben. Dann ja, hast du gesagt lustig. Ich habe abenteuerlustig geschrieben. Oh. Und warum, das werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gleich verstehen. Und ich habe pioniergeistig noch hinzugeschrieben, weil ich finde, dass du an Themen oder auch an Orten arbeitest, die unsere Zukunft sind und die unsere Zukunft verändern zum Positiven. Und das finde ich unglaublich spannend, denn du bist... Ja, also ich will jetzt nichts vorwegnehmen, zu viel, aber du erlebst Dinge, die nicht jeder einfach erlebt. Das ist einfach Fakt und ich bin unglaublich gespannt, da so ein bisschen Einblicke zu bekommen. Wir kennen uns ja jetzt sehr lange und die Gespräche haben wir bisher noch nie aufgezeichnet und ich freue mich, dass jetzt auch mal andere endlich was mitbekommen. Sag mal, was hast du denn gedacht, als du mich das erste Mal vor 15 Jahren gesehen hast? Oh, meine erste Erinnerung ist tatsächlich, als wir beim Kölsche Karneval waren. Und weiß ich noch, da hattest du so ein Mikrofon und genau. Stimmt. Afro. Tina Turner. Was war Tina Turner? Und dann dachte ich mir so, was ist das denn für eine Marke, ne? Und dann bin ich so schön, dich zu begleiten, dass ich dich jetzt wieder mit Mikrofon unterwegs sehe, aber nicht beim Karneval, sondern bei deinem eigenen Podcast. Das ist doch absolut großartig. Mega, stimmt. Ja, das Kostüm, das muss ich auch mal wieder aus dem Schrank holen, wenn das wieder geht, auf jeden Fall. Stark. Du sag mal, jetzt aber mal zurück zu dir und zur Frage aller Fragen. Was macht eine Analogastronautin? Analogastronauten sind Personen, die auf der Erde bleiben und hier Forschung betreiben für spätere astronautische Raumfahrtmissionen. Und das ist insbesondere für den Mars oder für den Mond. Und bei mir ist es so, dass ich Mars-Simulationsmissionen mache in Mars-ähnlichen Umgebungen. Okay, da wirst du gleich auf jeden Fall noch mehr zu erzählen müssen. Das tut mir total leid, aber das musst du machen. Mache ich sehr gerne. Wie bist du denn dazu gekommen, Analogastronautin zu werden?
Ich bin tatsächlich dazu gekommen durch eine andere Freundschaft und ein Kumpel von mir, und der wusste, dass ich total gerne Astronautin werden wollen würde. Und dann habe ich eines Tages eine E-Mail von ihm bekommen. Also ja, wenn du keine Astronautin wirst, dann wirst du vielleicht das. Und da war der Call for Analog Astronauts von dem österreichischen Weltraumforum. Und dann habe ich mich beworben und dann gab es ziemlich viele Tests, auch Wochenende lang. Und am Ende hatte ich die Ehre, ausgewählt zu werden. Als erste Frau auf der Generation. Das sagst du so off the record, ne? So als erste Frau, PS als erste Frau. Das ist der Hammer, Mensch! Hör mal, was musstest du denn für Tests machen? Also wie sind denn da die Aufnahmekriterien? Da hatten wir echt super viele unterschiedliche Tests. Also wie gesagt, es waren ein paar Wochenenden und dann war es mal so die unterschiedlichen Selections und dann wurden es immer weniger, ne? Und dann so stieg natürlich dann ja, der Druck so ein ganz Stress an. Ja, ein bisschen. Boah, oh Gott. Genau, es war ganz aufregend. Also es wurde echt querbeet alles getestet. Wir hatten IQ-Tests, wir hatten sehr viele Interviews, auch wie man mit Stresssituationen natürlich umgeht. Und wir hatten Team-Tests und auch so, so Fingerfertigkeiten wurden auch total getestet. Dann weiß ich noch, ein Test war das im Keller, war ein Schraubenzieher. Und wir waren im sechsten Stock und haben dann so ein Exoskeleton anbekommen. Das kann man sich auch vorstellen wie so ein Altersanzug, ne? Dass man das schränkt total die Bewegung ein. So, als wenn man dann irgendwie ein Glas Wasser hält, ist, als ob das 5 Kilo wiegt zum Beispiel. Irgendwie das also schränkt total Bewegung ein. Und dann durften wir mit diesem Exoskeleton in den Keller rennen, diesen Schraubenzieher holen, nach oben rennen und dann was aufschrauben und dann per Kabel verbinden. Und dann wieder zuschrauben und dann wieder in den Keller rennen und dann wieder in den Schraubenzieher und wieder hoch. Es wurde alles getimed und dann vor allem hatten wir 3 Paar Handschuhe an, wie es auch originalgetreu ist dann letztendlich, wenn wir bei diesen Mars-Simulationsmissionen sind und so einen, so einen analogen Raumanzug-Simulator quasi anhaben. Aha. Und der wiegt dann am Ende aber 50 Kilo, deshalb war es sehr gut, dass sie vorher getestet haben, wie das mit diesem Exoskeleton ist, was nur 10 Kilo gewogen hat. Wow. Und genau sowas zum Beispiel. Und das war ganz aufregend, weil ich noch weiß, wie dann die Schrauben waren halt mini, ne? Und dann flogen die auf die Erde. Ja. Und dann habe ich zum Glück gemerkt, dass der Schraubenzieher magnetisch ist und dass ich dann die Schrauben auf. So ganz lässig. Genau. Und dann hat das super geklappt. Und dann, weil sonst mit diesen 3-Paar-Handschuhen ist so ein bisschen. Ja. Cool. Ja. Dann hast du quasi, okay. Dann hast du quasi die gerochen oder gespürt, wie du diese Situation meistern kannst, ohne in Stress auszuarten, weil, hey, dieses Instrument kann mir helfen, um die Schraube aufzuheben. So, ne? Genau. Also, da kann ich mir vorstellen, haben nicht alle so reagiert wahrscheinlich, oder? Die haben dann haben so viel. Haben noch nicht alle gemerkt, dass es magnetisch ist. Ja, und dann probiert man dann mit diesen 3 Handschuhen auf dem Boden rumzugrapschen, dann diese Schrauben aufzuheben und das erweist sich als sehr schwierig. Spannend. Du sag mal, wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, du möchtest jetzt Astronautin werden? Ist das so ein alltäglicher Wunsch, den man so jeden Tag hört? Nee, ne? Ja, ich glaube, das eine ist, also wirklich dann Astronautin werden zu wollen und zu sein, und das andere ist halt Analog-Astronautin, weil ich ja so auf der Erde bleibe. Ich weiß noch, es gab dieses Mars One letztendlich, wo man diese Reise zum Mars, aber nur der Hinflug, ne? Also ohne Return. Und da weiß ich noch, habe ich ganz viele Nachrichten bekommen von ganz vielen besorgten Bekannten und Freunden und so, bist du dabei? Und weil ich wurde ausgewählt als Analog-Astronautin und nicht als Astronautin, um jetzt so diese Mars One-Mission zu begleiten. Ne? Und da waren dann alle ganz aufgeregt, ob ich jetzt die Erde verlasse für immer und so. Es war sehr interessant. Aber prinzipiell unterstützen mich natürlich alle darin, Astronautin zu werden. Ist ja auch cool. Und gibt es da auch Menschen in deinem Umfeld oder weiß ich nicht, in deinem früheren Umfeld, die dir das eher nicht zutrauen oder so nach dem Motto, die spinnt jetzt total oder so? Wie bist du damit umgegangen? Also sowohl mit den kritischen als auch mit den besorgten Stimmen? Ich muss sagen, die kritische Stimme, ist meine eigene. Ja, okay. Und ich habe das große Glück, ein ganz, ganz tolles Umfeld zu haben, die mich dann immer bestärken und sagen, nee, Carmen, das kannst du. Stark. Und das würdest du auch sagen, das ist auch so das Erfolgsgeheimnis, sag ich mal, um sich diesen Aufgaben zu stellen, tatsächlich auch das Feedback von oder die Zustimmung auch von deinen Mitmenschen. Ja,
Ja. Unter anderem von dir natürlich. Genau. Ja, immer. Steht zur Stelle, Captain. Ja, eben. Ich warte ja darauf, bis wir mal irgendwann uns vom Mars und Erde so zuschalten, weißt du, so in 15 Jahre weitergedacht, weißt du, so, was da alles so passiert. Also vor 15 Jahren hatte ich zwar schon ein Handy, glaube ich, aber so super war das jetzt auch noch nicht. Also an WhatsApp war noch gar nicht zu denken, an irgendwelche Videocalls oder so. Mal gucken, was in 15 Jahren passiert tatsächlich. Also du hast da ja auch noch einiges vor. Aber nochmal kurz einen Blick in die Vergangenheit. Als wir uns kennengelernt haben, hast du gerade, glaube ich, Mathe fertig studiert und Meteorologie, glaube ich, war das. Ne? Und dann hast du promoviert in Physik und also der Atmosphäre. Und du hast mir damals erzählt, dass du ein spezielles Thema hattest in deiner Doktorarbeit, weil du mal eben eine neue Wolke gefunden hast am Himmel. So, kannst du mich noch mal kurz abholen und uns abholen? Was hast du damals entdeckt? Also ich habe tatsächlich nichts Neues entdeckt, aber ich habe was analysiert, was es schon gab, und zwar die Kondensstreifen. Hm. Und Kondensstreifen, das sind die, die man immer so schön am Himmel sieht, hinter Flugzeugen, und wie sich die aufs Klima auswirken. Das habe ich analysiert, und diesbezüglich habe ich dann beim Deutschen Wetterdienst gearbeitet und habe über Zirren promoviert, so heißen die Eiswolken am Himmel. Mhm. Genau. Ja, und was war so das Ergebnis, so ein bisschen? Das Ergebnis ist, wenn ich da anfange. Genau. Also beeinflusst es tatsächlich oder nicht? Weil du hast ja, glaube ich, eine Entdeckung gemacht, die da schon nicht bekannt war. Also die da schon was auch verändert hat in der Wahrnehmung, glaube ich. Zumindest habe ich das noch im Kopf. Das ist ganz lieb, dass du so hoch von mir denkst. Aber genau, ich habe es verbessert, also die Wettervorhersage verbessert für diese Eiswolken. Total und genau wichtig. Das. Also wenn man so, morgen, passt auf, morgen gibt es Eiswolken. Also das müsst ihr echt euer ganz spezielles, den Aluhut mitnehmen hier, ich sag euch. Also man merkt, aber das finde ich unglaublich sympathisch, bei dir muss man es manchmal ein bisschen rauslocken, weil du bist halt nicht jemand, der hausiert mit seinen ganzen tollen Dingen, die er liebevoll nerdig entdeckt. Ne? Und das finde ich halt ganz, ganz toll. Und ich finde, das macht deine Persönlichkeit auch aus, dass du eben nicht zu sehr überschwänglich davon sprichst und ich erobere jetzt nicht nur die Welt, sondern noch andere Planeten und so, sondern du bist sehr, sehr sensibel und auch sehr im Moment. Und das finde ich ganz, ganz toll. Du hast ja auch nicht von vornherein dich mit Mathe, Zahlen, Fakten und dem Wetter beschäftigt, sondern du hast ja ursprünglich eine Friseurausbildung begonnen. Wie kam es denn dazu, sag mal? Das ist ja ein bisschen unterschiedlich, die Profession. Ja, aber ich glaube, es passt ganz gut zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass ich mein eigener größter Kritiker bin, glaube ich. Und dementsprechend war es dann schon so, dass ich immer dachte in der Schule, wenn ich studieren würde, dann würde ich total gerne Mathe studieren. Mhm. Und das kann ich natürlich nicht. Also dafür muss man sicherlich super schlau sein, und das kann ja wohl nicht sein. Und dementsprechend hatte ich aber noch was anderes, und zwar habe ich total gerne Haare geschnitten und ich wollte super gerne Maskenbildnerin werden. Hm. Und ich schneide, seitdem ich 10 Jahre alt bin, Haare, und es war damals meine Mama, ne, die meinte dann so, guck mal, wenn du einen geraden Strich in die Wand malen kannst, so, dann kannst du auch gerade Haare schneiden, und dann meinte immer, das mach mal, und ich so, gerade genug. Aber wenn ihr das zu Hause ausprobiert, bitte darauf achten, dass der Strich an der Wand wirklich gerade ist. Ich habe das bei einer Freundin gemacht, ich so, mach mal einen Strich, sie so, und ich so, passt schon. Am Ende musste ich dann doch zum Friseur, und dann mein Papa hat, du siehst aus wie ein geschorenes Schaf danach. Also auf jeden Fall darauf aufpassen, dass der Strich wirklich gerade ist. Stark. Naja, und dann hast du doch den Mut gefasst und hast tatsächlich dann Mathe und Meteorologie studiert. Wie kam dieser Sinneswandel bei dir? Der war von extern. Es war, dass ich einen Kunden hatte, einen Professor an der HU in Berlin. Und da hat man ja diesen Smalltalk, diesen Friseur Chitty Chatty. Und dann meinte er so, lesen Sie denn? Ne? Und dann meinte ich, ich lese. Und dann so, was lesen Sie denn gerade? Und dann meinte ich, ich lese gerade Fermats letzten Satz. Und das ist ein Buch über einen mathematischen Beweis. Und dann war er natürlich ein bisschen verdutzt. Also meine Friseurin liest ein Buch über einen mathematischen Beweis. Und meinte ich so, ich liebe Mathe total, aber ich traue mir das halt nicht zu. Und dann meinte er so, aber wenn man was Interesse hat und wenn man für was begeistert ist und man so dafür brennt, ne, dann kann man das auch. Und dann dachte ich,
Und dann war es ganz süß, weil er hat mir dann auch immer irgendwie mathematische Sachen mitgebracht und auch meine ganzen Kolleginnen waren super süß, haben mir auch immer Matheaufgaben mitgebracht, haben mich voll darin auch unterstützt und dann, ja, und dann habe ich danach. Das ist ja eine so tolle Geschichte. Hast du denn noch Kontakt zu diesem einen Kunden? Ich meine, der war ja wirklich ein Weichensteller, ne? Oder war er einfach ein Engel und dann war er weg, oder? Ich hatte ihn tatsächlich einmal danach angerufen, hatte ihm das gesagt und hat er sich auch gefreut. Mit dem Toll. Ja. Naja, er wird so medienpräsent wie du bist, wird er wahrscheinlich gar nicht um dich herumkommen. Aber dazu kann ich gerne kontaktieren, ich würde mich freuen. Ja, sehr gut. Vielleicht finden wir ihn jetzt durch diese Podcast-Folge. Nochmal der Aufruf. Super toll. Einfach eine E-Mail an seimutig@corporatekitchen.de schicken und ich leite es umgehend an Carmen weiter. Versprochen. Toll. Sag mal, Carmen, warum möchtest du denn ins Weltall oder warum wolltest du immer ins Weltall? Oh, also ich finde immer, dass es so zwei Gründe gibt, für mich selber ins Weltall zu fliegen zu wollen. Also zum einen auf jeden Fall das Abenteuer. Und ich glaube, das ist so echt so absolut der Wahnsinn, wenn man einmal die Welt von oben sieht und auch in dieser Rakete sich befindet und dann da hochfliegt. Und also das ganze Gefühl natürlich für den Körper, dieses an seine eigenen Grenzen auch gehen, sich selber da auch kennenzulernen, finde ich zum einen total spannend, wirklich das Körperliche, zum anderen das Psychische, dass man muss ja da ganz anders mit sich umgehen, mit Ängsten umgehen, muss auf jeden Fall Mut haben. Yeah. Weil ich immer finde, dass Mut ist wirklich, wenn man seine Ängste überwindet und nicht, wenn man keine Angst hat, sondern wirklich diese Ängste überwindet. Und ich glaube, jeder hat Respekt davor, ins Weltall zu fliegen. Daran liegt es nicht. Und dann durchaus. Durchaus auch vielleicht valide. Genau. Und dann glaube ich, wäre es halt so cool, also ich würde persönlich total gerne zum Mond. Und man sieht ja dann auch die Erde so wunderschön. Und man bekommt dann diesen ganz anderen Blick auf die Erde. Und für mich ist der zweite Teil dann, dabei ein Astronaut zu sein, Astronautin, dann ist das Erlernte oder das Gesehene halt auch weiterzugeben und dann wieder zurückzukommen zur Erde und wirklich das allen zu erzählen und das halt weiterzugeben, was man da gesehen hat. Und ich würde am liebsten, würde ich ja die ganze Menschheit einmal ins Weltall schicken, dass man einfach sieht wirklich so, wie fragil die Erde ist, dass die Atmosphäre ist so klein, es ist ja so dünn. Und man sieht das so gut aus dem Weltall und dann sieht man auch so schön, wie wunderschön die Erde ist und dass ringsherum alles schwarz ist und dass da einfach dieses Leben auf der Erde und wie glücklich wir eigentlich sein sollten, dass wir hier so leben dürfen, wie wir es tun. Und diesen Respekt auch für die Erde haben. Ja. Und da ich das hier in Meteorologie gemacht habe und Wolken so liebe, ist natürlich, dann sehe ich ja diese ganzen Wolken von oben, das ist aber absolut großartig. Von oben ankicken. Ja, also ich finde die Idee von dir ganz schön, einfach alle mal hochzuschicken, um dann aus der Ferne zu sehen, welche Schönheit uns eigentlich jeden Tag umgibt. Und es ist ja eigentlich auch Sinnbild für vieles, was wir ja auch erleben im Alltag. Ne? Oft sind die Dinge so nah und selbstverständlich geworden, dass wir eigentlich gar nicht verstehen oder wertschätzen, dass wir das haben. Ne? Und das ist zum Beispiel auch natürlich punkto Persönlichkeit kann man eine schöne Adaption, finde ich, auch schließen, weil wir nehmen alles so selbstverständlich, was wir gut können, zum Beispiel auch unsere Stärken, ist doch total normal. Und das, was wir nicht gut können, das ist halt das, was dann wie so eine Wolke über uns schwebt und uns eher daran hindert, für unsere Ziele und für unsere Wünsche zu kämpfen. Und ich meine, du bist ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, wie du den Mut dann doch gefasst hast, weil eben ein Weichensteller da auch war und deine Freunde auch für dich da waren und gesagt haben, Carmen, du schaffst das. Ja, und wenn wir alle sagen, hey, du schaffst das, dann werden wir das auch schaffen. Ne? Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Message, die von dir ausgeht. Vielen Dank dafür. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Und du hast ja auch als Analogastronautin beim Österreichischen Weltraumforum einige Expeditionen schon mitgemacht, weil wir ja gerade darüber sprachen, so einmal aus der Ferne. Und du hast da ja auch schon dich mit deinen MitstreiterInnen auf den Mars quasi dich vorbereitet. Fun Fact hierbei ist, ich habe das ja da mitbekommen, dass du da, glaube ich, im Oman auf so einer Mars-Mission warst, als ich die Mediathek aufgerufen habe und auf dem Titelbild auf einmal dachte, den Kopf in diesem Helm, in diesem Astronauten, den kennst du doch. Und dann gucke ich mir diese Doku an und Carmen läuft da ganz, mit ihrem Raumanzug. Und ich denke mir, das gibt's nicht. Und schreibt direkt in unsere WhatsApp-Gruppe, Carmen, was ist das?
Also ich würde jetzt mal gerne einfach mal offen darüber reden, was du so alles treibst. So, ich möchte das jetzt nicht nur aus einer Weltraum-Doku erfahren. Nimm uns mal mit auf die Reise. Also, hör mal, wie können wir uns so eine Mars-Expedition vorstellen? Wo findet das statt? Wer macht da mit? Wie findet die Auswahl statt? Einfach mal, dass wir so ein bisschen ein Bild dafür bekommen, wie eine Analog-Astronautin arbeitet. Also, erstmal, genau wie ich ausgewählt wurde, das hatten wir ja schon mal, also check. Genau, und dann war es so, das war 2015 und dann wurden wir gleich alle fünf auf die erste Mission vorbereitet. Und die war auf einem Gletscher. Denn auch auf dem Mars gibt es diese Permafrostböden. Und es war dann analog in diesem Kaunertaler Gletscher, war es in diese marsähnliche Umgebung. Aber es war alles ein bisschen weiß dann, ne? Oder halt auch ein bisschen schlammig. Und das war zuerst total interessant, zu sehen, okay, es gibt unterschiedliche marsähnliche Umgebungen auf der Erde und viel mehr, als wir denken. Und dann fand ich das ganz interessant. Bei dieser ersten Mission am ersten Tag war es Media-PR-Tag. Ne, und das war ja was ganz Besonderes und wir haben dann da gestartet auf diesem Kaunertaler Gletscher in unsere Mars-Simulationsmission. So, dann hat aber die Sonne geschienen und dann bin ich da so mit meinen 50 Kilogramm Raumfahrtsimulator, ne, Raumanzugsimulator, bin ich dann so gelaufen und plötzlich so bin ich voll im Schlamm versunken, ne? Aber so richtig. Und dann hatte ich so irgendwie diese ganzen Reporter, irgendwie, die haben mich so rausgezogen. Das war abends in der Tagesschau, war ich so im Hintergrund. Da war man so, ja, wir haben Kaunertaler Gletscher, diese Mars-Simulation. Und dann sieht man, wie es so rausgezerrt wurde. Das fand ich aber total interessant, weil, also auf dem Mars wäre das für mich nicht so gut geendet an dem Tag, ne? Und es sind halt so Sachen, das muss man halt lernen. Also dementsprechend muss man wissen, okay, ich muss die Umgebung wirklich vorher kennen, ich muss wissen, wohin gehe ich, was muss ich erforschen an dem Tag, was sind die Gefahren an dem Tag. All das müssen wir vorher lernen, bevor wir wirklich zum Mars fliegen. Denn letztendlich dauert es circa 7 Monate, zum Mars zu fliegen, dann ist man ungefähr 1,5 Jahre auf dem Mars und dann nochmal zurück die 7 Monate. Dementsprechend gibt es total viele Herausforderungen. Und wenn man dann auf dem Mars ist und irgendwie im Schlamm versinkt, dann dauert es erstmal schön 10 Minuten, bis Houston dann hört so, I'm in the mud. Und dann dauert es nochmal 10 Minuten, bis es wieder zurückgeht, die Kommunikation mit, was ist denn los? Ja, und ja, ja. Zeitversatz, den üben wir halt in unseren Mars-Simulationsmissionen auch. Und dementsprechend verändert sich nämlich das Protokoll auch. Und wir haben so ein Support Center, also es wäre da nicht Control Center, so wie wir es von Houston zum Beispiel kennen, mit Houston, we got a problem, sondern es ist dann Support Center, weil man es nicht mehr kontrollieren kann. Es ist ja dann so weit weg und mit dieser Zeitverzögerung, da kann man nichts mehr kontrollieren. Dementsprechend müssen dann auch die Astronautinnen ja auch viel eigenständiger handeln, nochmal ganz anders handeln, als die, die ja dann in der erdnahen Atmosphäre sind oder in der Atmosphäre. 400 Kilometer ist die ISS entfernt, das ist ja noch relativ nah. Oder auch auf dem Mond hat man auch die Zeitverzögerung, ist da auch kein Problem. Das ist dann wirklich erst, wenn man dann zum Mars fliegt. Ja, und du, das ist ja jetzt über Tage, sag ich mal, also am Tageslicht. Aber gab es auch für dich schon Expeditionen unter der Erde? Also, dass man da so tut, als ob, du weißt, worauf ich hinaus will? Genau, weiß ich genau. Auch das habe ich bereits gemacht. Genau, ich hatte, Surprise. war dann tatsächlich bei einer anderen Mars-Simulationsmission erstmal im Oman für einen Monat und ich war auch mit Astroland, eine Astroland Agency, die ist in Nordspanien und die hat eine Höhle mit einem Mars-Habitat drin und da war ich auch 4 Tage drin, das ist auch nochmal ganz anders. Für mich war insbesondere diese Oman-Simulation total spannend, weil wir da einen Monat waren. Während in diesem Kaunertaler Gletscher waren super viele Touristen und so. Und dann saß ich auch manchmal da und man muss ja auch viel warten als Astronautin, Analogastronautin. Dann habe ich oft irgendwie so, oh, wir machen mal Fotos. Ne? Da gibt es klasse Fotos auch mit uns, mit so einer Gruppe von Frauen mit Dirndl irgendwie und so. Ne? Wenn man, und das super. Halt ganz Astronautenanzug und Dirndl drumherum. Super cool. Ja. Okay. Ja. Aber das war aber der Unterschied dann wirklich im Oman oder auch in der Höhle dann in Spanien. Es ist halt wirklich, dass man dann alleine ist, ne? Dass man in Isolation ist und dann ist halt, wenn man diesen Raumanzugsimulator anhat und in Isolation ist und wirklich auch dieses Gewicht hat und ringsherum nichts anderes ist, als diese unbekannte Umgebung und dann fühlt man sich halt wirklich, als wenn man auf einem anderen Planeten und das finde ich total spannend. Macht das nicht auch Angst? Macht keine Angst, denn, und das ist ja gerade das, was ich mal spannend finde, man muss ja gucken, okay, wovor habe ich Angst und warum habe ich davor Angst? Ne? Und dann ist es eine Sache, ist das rational, das andere sind dann die Gefühle auch. Ne?
Ich bin zum Beispiel eine Person, ich habe zum Glück keine Platzangst, denn das wäre dann natürlich schwierig, wenn man ein Raumanzugsimulator ist. Also da ist natürlich eine Herausforderung. Was für mich total interessant war, war, dass ich das zum Glück vorher wusste, dass es so ein bisschen so ein Fischaugeneffekt hat, wenn man den Helm aufbekommt, weil es ja so ein, so ein rundes Glas hat und dann überhaupt dieser ganze Prozess, man hört nichts richtig, man hat die Kopfhörer auf und alles, auf. Man hat Ventilatoren auch von der Außenluft, die in den Raumanzugsimulator geblasen wird, das heißt, es ist total laut und dann bekommt man diesen Helm auf und das ist im ersten Moment, ich weiß noch so, und dann diese 50 Kilo dazu, ne, bin ich auch schon so, wow, und dann das war schon komisch und dann, aber zum Glück wusste ich das vorher, ne? Ich hatte das gelesen, dass man sich da so ein bisschen dran gewöhnen muss. Und das finde ich immer total wichtig, dass man halt weiß, okay, was sind komische Sachen, die einem passieren können, wovor könnte man Angst haben, was sind so die Situationen und dann muss man, mochte ich das auch gerne, zum Beispiel mit meinen Kollegen zu reden und zu sagen, okay, wenn es mir nicht so gut geht oder wenn irgendwas komisch ist, dann hat mir auch so Codewörter zum Beispiel dafür, weil ich dann fühlte ich mich sicherer. Also man muss einfach gucken, okay, was nimmt mir die Angst, was gibt mir das Gefühl, wann fühle ich mich wohl? Und dann muss man gucken, dass man das dann halt auch bekommt. Und da ist es halt dann auch wichtig, sich selber kennenzulernen. Ja, genau. Also sich selber kennenzulernen, ich glaube, das kannst du natürlich sehr, sehr gut, vor allem wenn du unter Tage bist und du bist wirklich mit deinem Team und auf dich selbst gestellt und das einen Monat. Ich meine, das klingt jetzt auch, ja, das ist ja schnell um. Nee, also das ist, der Tag hat 24 Stunden, ne? Und dann einen Monat, das ist schon enorm. Und wie, sag ich mal, das ist eine Extremsituation. Wie kann man sich denn auf so eine Extremsituation vorbereiten? Also du sagst einmal, das hast du ja schon gesagt, Jack, gut informieren und auch wenn du Ängste hast, informiere dich und lese dich schlau und tausch dich aus. Hast du noch mehr Tipps, wie man wirklich Extremsituationen bewältigen kann? Ich glaube, es kommt immer auf die Extremsituation natürlich an. Was mir jetzt momentan aufgefallen ist, ist einfach dieses Machen. Es ist oft, ne? Also in Extremsituationen, sagen wir mal, bei dem Raumanzugsimulator, es dauert 2 Stunden, bis man den angezogen kriegt, das ist nicht dieses, da hat man diesen Moment nicht, aber ich werde persönlich mich hier total gerne einen Skydiving-Schein machen, also Fallschirmspringen. Und da hat man ja diesen Moment, ne, dieses aus dem Flugzeug rausspringen. Und das finde ich total krass. Oder wenn man, ich habe einen Gleitschirmkurs gemacht, ich bin Gleitschirmfliegerin und da ist auch immer so, dass ich dann immer, ist ja total aufregend, ne? Also wenn man dann losfliegt, so, und dann habe ich auch immer so 3, 2, 1 und dann muss man halt losrennen und dann fängt man an zu fliegen. Und wenn man aber nicht losrennt, dann kann man nicht anfangen zu fliegen, natürlich. Und da habe ich aber auch das Gleiche ist für mich persönlich, schwimmen zu gehen im See oder ins Meer, weil es dann so kalt, oder? Also jetzt momentan vielleicht nicht man so ganz. Man sieht den Boden nicht. Oder das, ja, und aber auch diese, also für mich ist insbesondere diese Kälte, dass ich dann immer so, ich weiß aber, danach geht es mir total gut, ne, und ich möchte unbedingt schwimmen gehen. Und dann habe ich jetzt angefangen, morgens kalt zu duschen, damit ich halt diesen Moment halt besser erfassen kann. Okay, dann springe ich einfach rein, dann macht mir das nicht mehr. Und dann dieses zu lernen mit diesem 3, 2, 1 und rein und einfach machen. Und ich glaube, dieses 3, 2, 1 machen, das ist das, woran ich gerade arbeite, weil, wie gesagt, im Flugzeug muss man das dann auch machen, einfach 3, 2, 1 und aus dem Flugzeug springen. Ja. Das ist was mich gerade so ein bisschen beschäftigt, aus aktuellem Anlass, das hatte ich dir auch noch nicht erzählt. Das ist ganz neu, habe ich heute angerufen. Genau, PS. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Also die Carmen ist immer für Überraschungen gut. Ich sage es euch, Leute. Ich kann sie auch eigentlich in einem halben Jahr wieder interviewen. Es ist wieder alles weiter, alles anders. Es ist unfassbar. Kicken wir mal. Gut. Aber hör mal. Also wirklich, wirklich toll. Du, ich würde gerne mit dir einmal kurz über das Thema Team sprechen. Denn du bist ja nicht alleine bei den Expeditionen und man wird auch nicht später alleine auf dem Mars sein, sondern es ist ja ein Potpourri aus verschiedenen Persönlichkeiten, die da zusammentreffen, um eben auch einen fremden Planeten zu besiedeln und zu erforschen. Kannst du da mal so einen Überblick geben, welche Persönlichkeiten sind da besonders gefragt oder welcher Mix an Persönlichkeiten, wenn du mal so einmal so in dich gehst und guckst, okay, wer umgibt mich da eigentlich so? Zum einen muss ich sagen, jetzt mit den Astronauten finde ich total spannend, dass es jetzt eine Veränderung gibt. Dass es jetzt die Astronauten, die zur ISS fliegen
oder die von früher, das waren eher welche von der Armee und so, ne? Mhm. Und es waren auch so diese, so eine tafferen Einzelkämpfer, manche, ne? Mhm. Und das verändert sich jetzt total, wenn wir zum Mars fliegen. Dementsprechend verändert sich dann auch die Teamkonstellation, weil, wie gesagt, also man fliegt ja diese 7 Monate dahin, ne? Man muss ganz anders agieren. Man muss auch, wenn man ankommt, kann man kein Einzelkämpfer sein. Man muss ein Teammitglied sein, ne? Man muss gucken, okay, wann muss ich mich überordnen, wann muss ich mich unterordnen auch, ne? Das ist diese ganze Sache, also diese viel stärkere Flexibilität muss man mitbringen. Zum einen, zum anderen Konfliktbereitschaft. Das habe ich immer wieder gemerkt, dass es, sobald irgendwas aufbrodert, sofort sagen und in den Konflikt reingehen, bevor man da irgendwie in einen kalten Konflikt geht und dann keiner mehr miteinander redet, sowas immer alles sofort ansprechen. Und was ich auch total wichtig finde, ist Humor. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste für mich persönlich, ist Humor. Denn wenn man da 7 Monate unterwegs ist, dann möchte man auf jeden Fall jemand Lustiges dabei haben. Also mit dir würde ich 7 Monate mindestens aushalten. Und ich hätte immer schöne Haare. Also ich meine, das muss man sich mal überlegen. Ja, ich meine, während der Lockdown-Zeit haben wir doch alle uns Friseure gewünscht. Ja, und du bist sogar mit in der Rakete drin. Also ist doch unfassbar. Also Lockdown auf dem Mars ist nicht so schlimm wie auf der Erde. Klasse. Ja, aber schön, dass du, ja, also ja, Konfliktbereich, das kann ich mir gut, und vor allem auch über Probleme sprechen, ne, und sie nicht runterschlucken, weil ich meine, das wird sich dann wahrscheinlich irgendwie auswirken. Verändert sich dann auch so ein bisschen die Persönlichkeit durch den Höhenunterschied, also durch die Reise als solches? Also ist das, wenn man so eine Reise antritt, was macht das mit einem? Also du kannst es dir jetzt nur vorstellen, aber was wird es mit dir machen, wenn du es machst? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du mal landen wirst da. Das ist ganz lieb. Ich glaube, es ist, also auf jeden Fall hat man Vorfreude. Mhm. Man hat diese Neugier natürlich auch. Wenn man dann ankommt, wie wird es sein? Wird das, also ich meine, man kennt ja jetzt heutzutage so viel schon über den Mars, ne? Und man, die Satellitenbilder und so, und dann ja, freue ich mich total auf den Sonnenaufgang dann da auch. Mhm. Und ja, das Blaue auf dem Mars. Das und Blaue auf dem Mars. Oh. Das hier auf der Erde ist sehr rötlich und das ist blau wegen der Atmosphäre. Ah, okay. Ja. Ach, tatsächlich. Ja, ja. Boah, toll. Okay. Ja, Mensch, du, noch mal einmal ganz kurz zum Punkt Team. Vom Mars wieder zurück, ja. Genau, wir kommen kurz zum Mars wieder zurück, zum Team, was dann auf den Mars gehen wird. Du hast jetzt so ein bisschen über die Charaktere gesprochen, die sich innerhalb einer Gruppe gut matchen. Mhm. Welche Persönlichkeit nimmst du denn ganz konkret in der Gruppe ein? Was ist denn deine, oder was wäre deine Rolle jetzt zum Beispiel? Ja, ich glaube, dass ich viele Rollen einnehmen kann, je nachdem, was gerade gebraucht ist. Zum Beispiel führe ich auch meine eigene Firma, das heißt, ich kann auch Mitarbeiterführung machen. Mhm. Ich arbeite auch bei einer anderen Firma, das heißt, auch da kann ich auch dann untergeordnet quasi arbeiten. Also ich glaube, dass dieser Wechsel, dass ich den ganz gut kann zum Beispiel. Zum anderen habe ich auch eine Weiterbildung gemacht im interkulturellen Konfliktmanagement, also dass ich Mediatoren, ich habe eine Mediatorenausbildung, das heißt auch da Konflikte vielleicht ein bisschen, ja, ist ja immer gut, wenn man noch jemand Neutraleres dabei hat. Ich weiß, obwohl ich nicht weiß, ob man nach 7 Monaten, ob irgendjemand noch neutral sein wird, aber ja, also sowas ist, glaube ich, auch super spannend. Und ja, ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, es kommt total auf das Team an, was man dann letztendlich für eine Rolle einnehmen wird, ne? Ja, spannend. Du bist ja auch Gründerin der Agentur P3R und GmbH. Und was machst du denn da genau und wie zahlt das auch darauf ein, was du jetzt gerade als Analogastronautin tust? Du hast ja auch viel mit Data zu tun zum Beispiel. Genau. Also meine Firma P3R GmbH, die handelt quasi von Wetter- und Erdbeobachtungsdaten, Services diesbezüglich. Und da machen wir ganz viel mit Wetterdaten oder mit Satellitendaten und unterstützen da insbesondere auch Firmen, die diese Daten nutzen, um das zu optimieren, welche Daten sie nutzen. Weil wenn viele sagen, okay, ich brauche die Temperatur, ich brauche Regen oder was auch immer, und dann ist es so, nein, was brauchst du eigentlich?
brauchst du vielleicht Feuchte eher oder was musst du wissen, wie im Voraus brauchst du es, mit was für einer Genauigkeit brauchst du es, braucht man vielleicht auch insbesondere diese Ungewissheit, das ist ja ein ganz großes Thema, braucht man das und da auch wirklich die Kundenwünsche rauszubekommen, obwohl sie bereits Daten haben oft, das zu optimieren. Das ist, finde ich, total spannend, weil viele, die mit Wetterdaten arbeiten, selber überhaupt keinen meteorologischen Hintergrund haben und diesbezüglich sich da auch gar nicht so auskennen und gar nicht wissen, okay, wann ist das Wettermodell gut, wann ist es nicht so gut und in was für Wettersituationen braucht man da vielleicht ein anderes Produkt noch dazu und so. Also das finde ich total spannend, auch da dann wirklich mit dem Kunden zu arbeiten, rauszufinden, was braucht der Kunde eigentlich, diese Kundenwünsche rauszuhören und dann aber auf der anderen Seite wirklich diese Rationale zu haben oder auch dann ja, das Hintergrundwissen zu sagen, okay, wir können das und das, können wir neu entwickeln, als Produkt wirklich anbieten für den Kunden. Okay. Also ihr denkt das dann auch weiter sozusagen. Genau. Ne? Mit welchem typischen Problem, wenn du vielleicht mal einmal, du musst jetzt keinen Kunden nennen, um Gottes Willen, aber wenn du vielleicht eine Branche oder eine Herausforderung mal erklären könntest, dann können wir uns das ein bisschen besser vorstellen, wie man mit Hilfe von guten Wetterdaten ein nachhaltiges Business aufbaut. Was wäre da so ein Beispiel? Zum Beispiel stürmt es gerade total draußen. Und zum Beispiel, was ich als Beispiel ganz gut finde, ist, dass dann Leute Wetterdaten haben über irgendwie Stürme oder auch ne, dann Warnung. Und dann wollen sie irgendwie wissen wegen Hagel mit dem Auto. Aber dann haben sie unterschiedliche Wetterdaten. Und dann weiß ich zum Beispiel, in manchen Modellen gibt es gar keine Hagelvorhersage. Ne? Und dann gibt es das nur in bestimmten. Und dann gibt es das natürlich mit unterschiedlichen Vorhersagegüten und Vorhersagelänge. Und sowas, ich weiß gar nicht, hättest du gedacht, dass es in jedem Wettermodell Hagel gibt? Auf keinen Fall, nö. Also, nö, ich sehe jetzt gerade mal hier, ich habe hier gerade eine Wetterwarnung bekommen, ganz frisch, Warnung vor starkem Gewitter. Aber dass da jetzt Hagel dazu kommen könnte, das steht da jetzt nicht. Nö. Und das ist, aber für viele wäre zum Beispiel, wenn man jetzt in einer Versicherungsfirma ist, ist es ja wichtig, wenn es hagelt, für die auch. Ja, sicher. Okay, ja, absolut. Ja, sicher. Ja, weil man denkt immer erstmal an Logistik oder so, ne? Dass wenn man jetzt irgendwie auf dem Meer ist oder man ist irgendwie unterwegs, okay, ja, Wetterdaten machen da oder in der Luft unterwegs und so, da macht das total Sinn. Aber klar, Versicherung und Co., das sind natürlich alles Branchen, das hat man dann ja gar nicht so auf dem Schirm. Super spannend. Also das, ja, und da kannst du vor allem, ich sage mal ganz liebevoll nerdig, aber da kannst du deine Vorliebe für Fakten und Daten kannst du da halt super einbringen, ne? Und das sind ja auch alle, ist ja auch wichtig, weil du bist ja auch Forscherin. Du möchtest ja auch den Mars erforschen. Sag mal, kann das eigentlich jeder machen? Kann jeder deiner Meinung nach AstronautIn werden? Also, wie gesagt, ich bin zum Glück auserwählt worden. Es gibt einige, die das machen können. Also insbesondere, wenn man den Wunsch hat, ist es heutzutage wirklich möglich, in ganz vielen unterschiedlichen Organisationen als Analogastronautin auch tätig zu sein. Da sind dann zum Beispiel in dieser Astroland Agency in Nordspanien, da kann man sich dieses Abenteuer quasi auch buchen. Dann bezahlt man dann dafür und dann darf man in die Höhle reingehen und quasi so ein Abenteuer buchen. Weil halt wirklich viele ins Weltall möchten. Und das haben sich jetzt gerade bei der ESA, haben sich gerade 22.000 Menschen beworben aus Europa, um Astronautin zu werden. Und da merkt man, dass wir wirklich in einer ganz spannenden Zeit leben, wo wir halt, ja, wo wir wieder raus wollen. Ne? Wir waren seit 60 Jahren nicht mehr auf dem Mond. Ne? Und dementsprechend, wir wollen da wieder hoch und wieder erforschen, was da draußen ist. Und ich glaube, das ist total spannend. Aber zum einen muss man natürlich den Willen haben. Und zum anderen muss man dafür geeignet sein. Das ist, wie gesagt, jetzt, wenn man so einen Raumanzugsimulator anzieht und dann Platzangst hat, das geht dann nicht. Halt leider nicht. Ja. Ne? Ja. Aber einfach für einen selber auch. Ne? Dann, oder wenn man natürlich unterschiedliche Schwierigkeiten hat mit körperlich oder geistig und sowas, ist halt klar. Da muss man natürlich gucken, ob man sich selber auch zutraut. Und dann braucht man natürlich die körperliche Fitness dann dazu. Klar. Und ich finde es auch total spannend, jetzt gerade jetzt während der Pandemie, was ja auch jeder so mitmacht mit der Isolation, also wie es jedem geht, was sich da so Unterschiedliches entwickelt, was hilft zum Beispiel dann auch in diesen Situationen, wenn man halt den ganzen Tag zu Hause ist und was kann man da machen, dass es einem besser geht? Und das sind ja Sachen, die kennen wir ja auf jeden Fall,
von der Raumfahrt. Die kennen wir natürlich auch von Leuten aus dem Gefängnis oder, was ich total spannend finde, auch von den U-Booten. Mhm. Also was Leute in U-Booten, das finde ich auch ganz verrückt. Ich weiß noch, als Kind war ich auch mal in einem U-Boot mit meinen Eltern. Da weiß ich noch, und dann waren da auch so Geräusche an, wie es also in so einem Live-U-Boot auch wäre. Und dann ist es total laut. Und dann ist man da unter Wasser. Und wenn man sich das vorstellt, ne, dann und denkt, wie viele Wassermassen da über einem drüber sind. Ich glaube, da muss man auch psychisch super, super stabil sein. Und da, genau, von all diesen Menschen, also sind ja ganz, ganz spannende Sachen, die Menschen machen. Und da kann man so viel lernen und so viel ableiten. Und ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, was wir da alles noch dazulernen können und müssen, vor allen Dingen auch, um zum Mars fliegen. Wie behältst du denn da so die Ruhe? Also sowohl mit Druck über dem Kopf als auch in der Luft. Wie bleibst du locker und entspannt? Welche Tricks? Weil du hast gerade schon mal so ein bisschen, da gibt es ja so ein paar Tipps, die man da irgendwie berücksichtigen kann, dass man ne, so ein bisschen, ist ja auch im Gefängnis so und auch im U-Boot und so. Was sind so Tipps? Also dieses locker und entspannt, ich glaube, ich bin eher so der eher ein bisschen aufgeregtere Mensch, muss ich sagen. Also ich probiere auf jeden Fall zu atmen. Also atmen ist immer gut, wirklich probieren, bei sich zu sein, zu meditieren. Also ich mache auch gerne morgens mein Yoga und dass man einfach dieses Bewusstsein hat für seinen Körper, ne? Einfach dann auch guckt, okay, mir geht's gut, es ist alles okay und jetzt machen wir, was es auch immer jetzt auf uns zukommt. Und dass man halt sich auch dessen bewusst ist, dass so viele Sachen ja im Kopf sind, ne? Dass man, wenn man sich irgendwie Sorgen macht, auch wegen der Zukunft, wenn man sich Sorgen macht, dass das oder das passieren kann, das sind ja alles irgendwelche Vorstellungen, die wir haben, womit wir uns ja selber dann auch Ängste kreieren. Und da probiere ich dann zu sagen, so, nein, nein, das ist, du bist jetzt hier, guck mal, ist alles super und das wird schon alles. Also ein sehr guter Tipp von dir. Positiv bleiben, würde ich sagen. Und optimistisch. Sehr guter realistisch. Ja. Du möchtest ja auch vor allem junge Frauen und Jugendliche für den Job einer Astronautin begeistern, ne? Da bist du ja auch sehr engagiert. Warum ist dir das Engagement so wichtig? Ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen an meiner Geschichte liegt, was wir auch vorhin schon irgendwie besprochen haben. Dadurch, dass ich halt in der Schulzeit, war das halt nicht so, dass jemand meinte, oh, bist super geeignet, um Mathe zu studieren. Ich glaube, ich wäre in dem Zeitpunkt auch gar nicht dafür bereit gewesen. Aber ich finde es so schön, dass es heutzutage so viele tolle Programme gibt, auch mit Mentoring und diese ganzen Programme auch in der Schule, was sie da alles machen und dass sie wirklich dann auch in der Schule programmieren lernen. Und ich habe jetzt gerade so einen Grundschulwettbewerb mitinitiiert, Code for Space, zusammen mit dem mit der ersten deutschen Astronautin und Fraunhofer und unterstützt von Google. Und da ging es dann halt genau darum, Programmieren in die Grundschulen zu bringen. Und wo die dann programmieren konnten mit so einem kleinen Mini-Microcontroller, dem Calliope-Mini. Und das war total schön, weil man dann in die Schulen kommt und dann stürzen sich auch alle drauf, egal ob Junge oder Mädchen oder was auch, also diverse, können alle sind begeistert davon und wollen programmieren. Und in der Grundschule haben sie diesen Gender-Bias einfach noch gar nicht. Ne, die denken noch nicht so, ah, nee, ich bin Mädchen, ich kann nicht programmieren. Das kommt viel, viel später. Denn wenn man in der Grundschule ist und auch dann darüber rede, was man macht und so und auch mit Luft- und Raumfahrt, finden sie alle total super, sind total begeistert. Und erst dann, wenn man aufs Gymnasium geht oder in der Hauptschule, Realschule, dann fragen sie erst so, ja, aber sie sind doch eine Frau und irgendwie erst dieses, also dieses, ja, als ob sie dann erst begreifen, okay, nee, das also meine Mama, die wurde, also so, die sehe ich in einer anderen Rolle oder so, ne? Das kommt meines Erachtens viel, viel später, wenn die so klein sind, die so wie Schwämme und saugen alles auf und sind so begeistert und lachen so viel und probieren aus und sind so neugierig. Und ich finde einfach, dass wir das total noch behalten sollten. Und da finde ich das auch immer so schön, ne, von was Walt Disney ja auch gesagt hat. Ne? Das alt werden müssen wir alle, aber erwachsen werden nicht. Ne? Und das ist irgendwie das, was ich mir immer hoffe, dass wir uns das so ein bisschen beibehalten, dieses Spielerische, diese Neugier, das Lachen auch, das Tägliche. Ja, also ich glaube, du bist für sehr viele, bist du tatsächlich ein tolles Vorbild. Aber auch Vorbilder haben Vorbilder. Und deswegen liegt die Frage nahe, welche Menschen dich auch in deinem Leben inspiriert haben und auch inspirieren. Hast du da konkret ein paar Menschen, die du nennen möchtest? Ich habe tatsächlich ganz viele so Real-Life-Role-Models. Ne? Ich gucke dann immer so, okay, wer ist in meinem Umfeld? Und
wer begeistert mich mit was? Zum Beispiel, du bist auf jeden Fall eins meiner Vorbilder. Und auch ganz viele von meinen anderen Freundinnen auch, wo ich immer denke so, boah, die macht das so toll, die ist so toll in dem. Und boah, wie macht sie das denn bloß? Ne? Oder auch er, ne? Also da mache ich keine Unterschiede. Das finde ich viel spannender, wenn man dann ja auch mit den Leuten dann reden kann und dann fragen kann, so, wie ist das denn? Denn so viel, wenn man die Leute da, also wenn man da irgendwas liest über Menschen, da weiß man ja gar nicht, wie die sind. Also da denke ich immer, wenn ich mit meinen echten Freunden rede, dann weiß ich immer so, Anni, es ist überhaupt nicht so einfach und das ist total schwer. Denn bei mir sagen auch mal so viele so, oh ja, und es war ja so einfach alles bei mir. Bei meinem Mathestudium, ich hatte am Anfang auch 3 Jobs, als ich angefangen habe. Ich habe das Mathestudium am Anfang, so Leute, die mich am Anfang kennengelernt haben, die meinen so, oh, mal gucken, wie lange die hier noch bleibt. Ne? Und dann habe ich es durchgezogen zwar, aber es war überhaupt nicht einfach. Und auch meine Dissertation, als ich meinen Doktorarbeit, es war super schwer. Und ich habe am Ende auch einen normalen Job wieder gehabt. Also ich habe sehr viel gearbeitet. Und das ist ja immer das, was man dann gar nicht sieht. Ne? Das ist immer diese Spitze des Eisbergs. Und dann so, genau. Dir fällt ja alles zu. Ja, genau. Aber ich finde das total toll, dass du Menschen aus deinem Umfeld genannt hast oder auch im Kopf hast, weil wenn ich diese Frage stelle, kommt ganz häufig auch, Obamas oder Elon Musk oder so, ne? Und das sind so unerreichbare Persönlichkeiten. Also ich meine, vielleicht auch nicht ganz unerreichbar, vielleicht wenn man eine nette E-Mail schreibt, kommen wir auch mal ran, aber trotzdem, es ist... Weißt du, was ich meine? Also es ist nicht, sind nicht die, die einen direkt umgeben. Und ich finde nämlich auch, man kann so viel von den Menschen lernen, die einen direkt umgeben. Weil man hat einen direkten Lerneffekt und vor allem hat man Feedback. Und das finde ich halt toll. Und ich gebe dir recht, es gibt natürlich schon auch Persönlichkeiten, da liest du dann Bücher und du hast das Gefühl, du kennst sie jetzt besser, aber auch Bücher ist ja nur eine Abstraktion von dem, was alles war und man weiß auch bewusst, welche Dinge man vielleicht nicht nennt und welche doch. Und da finde ich einfach, es ist noch echter und authentischer, wirklich auch sich an Menschen in seinem Umfeld zu orientieren oder auch die, zu denen man vielleicht ein bisschen hinaufschaut, wobei man natürlich selber seine Stärke hat. Und das finde ich sehr bereichernd. Also tatsächlich, weil es echt ist, weil es das echte Leben ist. Ja, apropos echtes Leben. Ich lese gerade auch ein Buch, Frau, mal wieder, genau, unter anderem, Frau Einstein. Und es handelt von Einsteins erster Frau. Und das ist nämlich noch umstritten, inwiefern sie nicht, also wie viel sie bei der Relativitätstheorie beigetragen hat. Also in dem Buch sehr viel, da hat er vergessen, sie aufs Paper zu schreiben und sie wäre, glaube ich, Erstautorin auch gewesen. Und da wird beschrieben, wie ihr das einfällt zum Beispiel. Aber es ist, also man weiß es nicht, aber es wird auch ganz viel von über Einstein geredet, wo ich dann auch so, jetzt bin ich aber heute stinkelig mit Einstein, ne? Oder so. Und dann ist es aber so, dass man halt auch denkt, so natürlich, wenn man so, wer ist Vorbild, so, also man denkt dann immer an so tolle Leute, ne, die so Tolles geschaffen hat. Aber das ist, wie gesagt, finde ich immer die Spitze vom Eisberg und dass man da einfach nicht weiß, was ist da alles drunter und was für Menschen sind das auch wirklich. Ne? Möchte man so sein wie andere Menschen? Hat man nicht einfach Mut zu seiner eigenen Persönlichkeit? Schön. Ach, schön. Aber da kriege ich direkt Gänsehaut hier. Oh. Apropos Gänsehaut, du bewirbst dich ja gerade als ESA-Astronautin. Du willst nicht nur analog bleiben, sondern du willst ganz offiziell auch nicht analog Astronautin sein. Und nach oben. Und ja, du bist ja jetzt auch unter den 22.000 BewerberInnen, da hast du ja gerade schon gesagt. Und es wird ja nur ein Teil ausgewählt. Ne? Warum denkst du denn, schaffst du es dabei zu sein? Ich glaube nicht, dass ich jemals gesagt habe, dass ich glaube, dass ich es schaffe, dabei zu sein. Ich sage, warum denkst du, schaffst du es, dabei zu sein? Warum bewirbt man sich denn sonst? Ich glaube, tief in dir drin weißt du es. Weil ich bewerbe mich, und das hat ein ganz schlauer Kollege von mir gesagt, denn wenn man sich bewirbt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man genommen wird, größer gleich null. Wenn man sich nicht bewirbt, ist sie null. Vollkommen richtig, ja. Und deshalb habe ich mich beworben. Ja, sehr gut, ja. Und ich wünsche dir super viel Erfolg. Und auch wenn es nicht klappt, ist es vollkommen egal, weil du kannst so vielen AstronautInnen durch dem, was du erforscht, auch auf der Erde, kannst du so viel geben. Also so oder so gestaltest du die Zukunft mit, ne? So ist es. Aber trotzdem könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass wir dich auch noch mal irgendwo anders sehen. Na, mal gucken wir einfach mal, ne?
Kicken wir mal. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ich glaube auch alle, die jetzt zuhören, machen das auch nochmal in diesem Moment. Und das sind auch Energien, die strömen. Her damit. Ja, bitteschön. Ja, genau. Du sag mal, hast du eigentlich einen Lieblingsplaneten? Ist es die Erde tatsächlich oder hast du einen anderen Planeten? Ich liebe den Jupiter. Warum? Ich liebe den Jupiter, weil ich das total faszinierend finde, dass der hat so ein Orkan, der seit Jahren, Jahrhunderten, nämlich also so ein Sturm, der ewig da besteht. Und ich fand es total spannend, zu sehen, dass die Gleichung, die wir hier verwenden, um das Wetter zu beschreiben auf der Erde, das sind dieselben Gleichungen, die man auch für den Jupiter zum Beispiel verwendet, zur Beschreibung der Atmosphäre. Und da finde ich das dann so schön, bei dem Jupiter sieht man das so schön. Da sieht man so die Wolken, auch die Turbulenz sieht man total schön. Und diese ganzen Phänomene, die man so kennt von den Wolken, die finde ich, sind so schön dargestellt beim Jupiter. Da hat ja mein Eingangsständchen Jupiter und Mars hat ja ganz gut gepasst. Voll. Das war der, wow, Mensch, da war der richtig gepunktet jetzt immer. Mein Lieblingshimmelskörper ist der Mond. Oh ja, okay. So, mal kurz hier das nochmal. Ja, okay, der Unterschied ist mir jetzt auch klar, aber die richtige Seite des Mondes, ne? Weil sonst kann man ja die Erde nicht sehen, ne? Ja, obwohl Dark Side of the Moon ist natürlich auch interessant aus vielerlei Gründen. Ja, die ist ja so komplett, also das ist ja komplett im Dunkeln, ne? Das ist, glaube ich, auch echt spannend. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, wow. Also, oder? Mach das mal alles für mich, dass du das mal alles jetzt erforscht. Das finde ich jetzt wirklich mal gut. Ich probiere es. Okay. Sag mal, du hast ja ganz am Anfang, hast du es auch schon gesagt und ich habe es auch tatsächlich von dir gelesen. Und du hast nämlich mal, du wurdest mal zitiert, und zwar: durch die Satellitenbilder, mit denen wir arbeiten, sehen wir, wie fragil unser Planet ist. Und wir arbeiten daran, Verfahren zu entwickeln, um auf ihn aufzupassen. Finde ich ganz schön, diese Betrachtung, um auf die Erde aufzupassen, müssen wir forschen und müssen wir eben Verfahren entwickeln. Was ist denn aus deiner Sicht wichtig, damit es unserem Planeten in Zukunft auch noch gut geht? So einmal so einfach deine Meinung. Ich weiß, es ist unheimlich komplex, aber einfach, was dir so rausschießt. Respekt. Respekt vor Menschen untereinander, Respekt vor dem Planeten. Und letztendlich, wir wissen ja schon sehr, sehr viel. Wir wissen eigentlich auch, was wir machen müssen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und einfach dann auch an die nächsten Generationen glauben und denken und nicht sagen, so, ich habe jetzt das eine Leben, das möchte ich nutzen, sondern dass es einfach so viel mehr gibt. Und ich finde, werde ich ganz philosophisch. Aber ich persönlich probiere so gut es geht, auf Fleisch zum Beispiel zu verzichten und auch mit Milchprodukte. Und wenn ich das kaufe, dass man dann halt darauf achtet, wo es herkommt. Das sind, je nachdem, wo ich bin. Also wenn ich in Westafrika bin, dann esse ich auch die Hühner, aber die rennen davor auf der Straße rum zum Beispiel. Ne? Also das ist, finde ich, ein ganz großer Unterschied, dass man halt gucken muss, okay, woher kommt das? Und ich probiere also zu Hause, ernähre ich mich vegan wegen des Klimawandels unter anderem. Weil mir die kleinen Tiere so leid tun. Ja, interessant, ne? Also ich finde auch der Gedanke, dass sich jeder seine eigenen Gedanken macht, eigentlich gut, weil das entsteht ganz viel erstmal im Kopf. Und tatsächlich schätze ich auch, dass die Rolle eines jeden Einzelnen sehr, sehr groß ist, weil daraus entsteht die Masse. Genau. Und wenn jeder von uns einfach sich eigene Gedanken macht, ne, wie steht er zum Thema Nachhaltigkeit? Und vielleicht, was kann er so minimal ändern mit einem riesen Effekt? Oder wenn minimal viele ändern, ist es halt ein riesen Schmetterlingsschlag. Ne? Ja. Und das finde ich toll. Und ich weiß, du bist ja nicht Vollblut-Veganerin, oder? Du würdest nicht auch vielleicht. Flexitarier. Nö, genau. Nee, aber ich sage zum Beispiel immer, ich bin Veganerin, ich esse alles, was mega und gut ist und vor allem auch nicht nur gut für mich, sondern auch gut durchaus für andere. Klar sündige ich auch mal, aber die Gedanken, das zählt, oder? Weil ich finde, das macht unsere Zukunft auch lebenswert, indem wir ihn auch so erhalten, wie er jetzt ist. Was macht denn aus deiner Sicht unsere Zukunft lebenswert? Alles. Mhm. Alles. Also ich finde, dass das Umfeld alles, also ein Lebenswert macht. Also ich liebe die Sonne. Ich liebe es, den Mond zu betrachten. Mhm. Ich habe, wie gesagt, wunderbare Menschen in meinem Umfeld. Bin ich jeden Morgen glücklich aufzuwachen. Und auch die Arbeit, finde ich, sollte Spaß machen, dass man das macht,
wo ein bisschen Herz auch drin steckt. Ja, Herz. Herz und Herzblut. Ne? Genau, so sieht's aus. Ja, so ist das. So, jetzt machen wir ein kleines Feuerwerk. Und ich werde dir jetzt ganz kurz etwas sagen und du kannst dich dann für eine Option entscheiden. Und das geht so ein paar Mal. Und dann machen wir jetzt einmal noch zum Schluss, machen wir noch mal einmal das Hirn frei. Genau. Okay. Pass auf, es geht los. Okay, also, okay. 3, 2, 1, Feuerwerk. Okay. Feuerwerk! Ja? Bist du ein Früh- oder Spätaufsteher? Beides. Sport oder Couch? Beides. Na, das muss er jetzt aber auch mal. Also, was ist denn? Morgens, also während der Woche, wenn ich früh aufstehe, mache ich morgens Sport. Wenn ich spät aufstehe, wird es eher ein Couchtag. Okay. Das ist gekoppelt. Okay. Meckern oder machen? Machen. Deine wichtigste Morgenroutine? Mit meinem Partner knutschen. Schön. Sommer oder Winter? Sommer. Himmel oder Erde? Darf ich da beides sagen? Aber auch Himmel. Hier machen wir Himmel. Ich würde dir auch wirklich beides gönnen. Also ich würde dir auch beides glauben. Definitiv. Jetzt kommt's. Dein Lieblingsort. Oh lala. Oh. An einem Ort, wo ich Berge und Wasser habe. Okay. So wie sehr in gut. Genua, San Sebastian, Lissabon. Was ist denn dein Lieblingsessen? Spaghetti mit Tomatensauce. Echt? Ja? So richtig Napoli, oder? Ist das nicht Napoli dann? Nee, Napoli ist das. Ja, doch, ja, oder? Einfach eine schlichte Tomatensauce. Mhm. So mit irgendwas extra dabei? Oder mit Kapern oder Sardellen oder so? Oder irgendwas? Oder einfach. Ich habe momentan eine Auberginenphase und mache dann gerne so Pasta Norma. Mm. Ja. Gott, jetzt kriege ich wirklich Hunger, ne? Aber, Carmen, und auf welchem Song gehst du gerade so richtig ab? Was ist so richtig so? Wir haben gestern tatsächlich so ein Mischung aus Jungle und Drum and Bass gehört. Weiß ich aber gar nicht, wie. Das hieß aber, da haben wir in der Küche getanzt. Okay. Du weißt aber nicht mehr, wie das heißt? Nee. Aber ich hab's wieder. Du hast es im Blut? Okay, das können unsere YouTube-Zuseher, können das natürlich jetzt sehen, aber leider nicht im Podcast. Aber die Carmen tanzt gerade. Also wer jetzt noch Bock hat, sich das anzusehen, sollte auf jeden Fall bei YouTube reingucken. Und zwar in Minute 56. Sehr schön. Du sag mal, das war das Feuerwerk. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss und sie zielen so ein bisschen aufs Gleiche hinab, aber ich würde es trotzdem gerne bei den zwei Fragen belassen und nicht nur eine. Denn was hat denn eigentlich das Astronautendasein mit Mut zur Persönlichkeit zu tun aus deiner Sicht? Ich finde, dass es generell ganz viel in erster Linie mit Mut zu tun hat. Denn was ich schon vorhin meinte, ist, denn Mut ist nicht, dass man keine Angst hat, sondern dass man seine Ängste überkommt. Mhm. Und ob es dann die Angst ist, zum Mars zu fliegen oder zu seiner Persönlichkeit zu stehen und die nach außen zu transportieren, das finde ich, ist doch ähnlich. Und und da finde ich, dass es dann auch dazu gehört, dass man denkt, dass wenn man seine Persönlichkeit vertritt nach außen hin, dass man dann denkt, vielleicht ist man dann verletzlich und vielleicht kriegt man da irgendwie dann negative Rückmeldung. Und auch das ist wieder was ganz viel für mich damit zu tun hat, mit dem so, okay, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dieser Angst um? Warum denke ich das, dass es so ist, oder ist es dann wirklich so? Ich glaube, es ist. Ist es dann wirklich so? Ja. Schön. Im Herzen sind wir alle Astronauten. Ja, sowieso. Wir sind ja hier alle auf unserem Raumschiff Erde. Ja, stimmt, genau. Hast du recht. Okay. Ja, schön. Du, und die letzte Frage, und das ist so die wichtigste natürlich auch für den Podcast. Warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Unsere Welt braucht Mut zur Persönlichkeit, weil unsere Welt mutige Menschen braucht. Und gerade dieses Individuelle, das macht die Persönlichkeit aus. Ja. Ach, Carmen, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, das weißt du. Auf die nächsten 15 Jahre Freundschaft, würde ich sagen. Und mal sehen, von welchem Planeten aus wir uns dann zuschalten werden.
Und ja, Carmen, an dieser Stelle ein herzliches virtuelles Appläuschen für dich vom Herzen. Und ja, und euch sage ich ebenso danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und ich hoffe, ihr hattet auch Freude und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denn nächste Woche gibt es schon die nächste Folge und damit die nächste Portion Mut zur Persönlichkeit für euch. Seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Und eure Carmen. Ciao, ciao. Oh. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcast-Diensten.